Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben uns eben ja das Center der Boss Musikvideo, Hauptvideo angesehen. Ultra krass. Ich sag einfach wieder, es war schon wieder eine Steigerung von Ju und nochmal ein krasseres Video als die letzten drei. Ganz ehrlich, ich check's nicht, wie man das hinbekommt. Aber um das ein bisschen nachvollziehen zu können, schauen wir uns jetzt an. Mark Forster bei mir zu Hause. Wir schreiben den Song, jetzt gehört er zur Familie. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch die Outtakes geben und vielleicht auch noch das Making-of von Carina. Falls ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich finde dieses Projekt so spannend und gerade mit Mark Forster irgendwie, ich fand, der kam so sympathisch und immer auf TikTok rüber und er war so sympathisch auch in dem Video von Santa der Boss und die Mucke mit Mark hat so gut funktioniert, das hat sich so gut angehört, ich habe immer noch einen Ohrwurm davon und ich möchte es einfach irgendwie mehr mit Mark Forster sehen. Ich bin vielleicht noch ein kleiner, wie heißen die Mark Forster Fans? Sind das Forsties? Ich bin ein kleiner Forstie. Ich bin ein kleiner Forstie oder heißen die Förster? Heißen die Förster? Das wäre schön. Heißen die Förster? Ich bin auf jeden Fall ein Förster und ein Förster. Ein Forstie und ein Förster. Ich freue mich drauf. Wir sehen hier schon Curly. Das da hinten ist, glaube ich, Vince. Hier haben wir Ju. Ich freue mich drauf. Let's go. Ladies and Gentlemen, der wahre Mark Forster. Alle echt. Das Original. Ein Fake. Er sieht so sympathisch aus. Auch. Ich sehe da überhaupt keine Ähnlichkeit. Nee, ich eigentlich gar nicht. Ja, ich sehe da nichts. Es gibt keinen Anhaltspunkt, wo ich sagen würde, dass da eine Ähnlichkeit besteht. Hässlich. Kommen wir auch gleich. Humor hat er auf jeden Fall. Gönnt euch gerne Merch, falls es noch nicht ausverkauft ist. Intro schon mal zu lang, Vince. Du kannst von mir bitte bewerten, da bitte wie ein Gott. Es ist Hunter, der Boss, da kennt ihr mich doch. Der Scheiße, ich bin so heftig. Es ist so cool, Mark hier zu sehen. Ey, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja, also wir hatten ja den letzten Teil auch schon gesehen, wo Elif mit dabei war. Und ich habe mit Elif auch nochmal drüber gequatscht, wie es für sie war, bei Ju zu sein. Und sie meinte so, ey, es war der komischste Text, den sie je gesungen hat. Aber es war so krass, sie war so happy mit dem Ergebnis. Und ich glaube, so fühlt sich Mark auch. Ich glaube, es ist erstmal so, dass man denkt, ah, es ist ein bisschen komisch vielleicht so, aber es ist richtig geil irgendwie am Ende so. Naja, voll, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Alles so hektisch, Tracks nicht hechtig. Tja, diese Tracks sind alle am Esstisch. Das Musikvideo ist halt, als würde die Kamera die ganze Zeit durch die Locations so fahren. Geil, die ganze ja. Zeit. Die sind am Gehen, dann sind wir irgendwann mit 30 Wichteln in der Stadt. Das ist so krass. Und gehen so auf Bossartig, das wird so krass. Die Kamera fliegt durch die Räume so, wum, und dann stehen wir so. Dann fliegt die weiter, dann stehen wir auch immer da, wum, dann raus. Das wird so heftig auf jeden Fall. Also ist schon eigentlich, dass Santa so der Superking ist, ist schon eigentlich auch das Thema des Videos, ne? Weil man könnte jetzt natürlich irgendwie jedes Jahr klingen die Glocken und alle sind glücklich, bla bla bla, so eine Art Chorus machen, da halt weihnachtlich wäre oder halt auf Santa. Ja, vielleicht schafft man es auch so eine Mischung zu kriegen, so dass man das so bedingt, die Glocken klingen immer, wenn der Boss kommt, mäßig so. Oder so ein paar solche Sachen. Auf und am Ende ist es halt wegen Santa dann. Genau, so ja. So ein Plot-Twist so. Das ist halt auch gar nicht die Art von Beat für einen Mark Forster, das ist auch so interessant, was er daraus macht. Junge, ich liebe alle in diesem Team. Alle. Das ist auch geil. Es ist so krass, wie schnell das geht, ne? Er hört das und Mark hat direkt, er hat direkt, das ist die finale Melodie. Das ist die Melodie, die wir nachher auch gehört haben. Ich finde das so crazy, solche Leute arbeiten zu sehen. Das gibt mir voll irgendwie so. Das finde ich krass. Vince ist in der Summe. Es ist so cool! Das ist AA, könnte man entweder einen Text draufpacken, aber vielleicht ist auch ganz schön wordy alles. Lichter flackern so krass durch seinen flatternden Bart. Geil! Digga, das ist wirklich, es ist so gut geworden. Geil. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ah, ah, mit dickem Bauch und Geschenken im Sack. Ah, ah, du siehst einen Schlitten aus dem Himmel der Stadt. Lichter flackern so krass durch seinen flatternden Bart. Ah, ah. Ey, Mark Forster, ich sag's wie es ist, er könnte echt nochmal über eine richtige Gesangskarriere nachdenken. Außerhalb von diesem YouTube-Quatsch.
und bei The Voice im Stuhl sitzen. Der Mann könnte Hits schreiben. Ich sag's dir, es ist. Mal hören? Ja. Oh, es ist so gut. Krass. Will schon, oder? Digga, Real Talk, es ging so schnell. Das mache ich. Wäre schon geil, wenn man noch so einen kurzen Zettel hat, so 8 Lines irgendwie, wo du vielleicht selber so einen Wunschzettel schreibst. Der Eminem Stand. Stimmt, das war auch noch schön. Ja, ja, genau. Machen wir Regen draußen noch. Ich bin die ganze Zeit am Wippen oben. Nicht verwechseln, danke, das ist wichtig. Ey, Thomas, es ist so schön mit Thomas, Digga. Ey, das klingt mega nice. Ja. Ich finde es ziemlich gut. Das ist auch ziemlich geil. Jetzt du gleich noch, ne? Mhm. Soll ich einfach doppeln? Genau, lass einfach doppeln, einfach so wie du es magst. Du siehst ein Schlitten. So wie du es magst, dass da kein Joke draus gemacht wurde. Mitten dort im Himmel der Stadt. Lichter flackern so krass durch seinen flatternden Bart. Lichter flackern geil. So krass durch seinen flatternden So ein Ohrwurm, Junge. Bart. Soll ich nochmal eine Harmonie? Sehr gerne. Sowas, ne? Junge, Vince, manchmal wirklich. Vince ist so. Einfach, Digga. Aber er hat auch den. Vince hat den krassesten Job, da muss man ganz ehrlich sagen. Also, Retalk. Ja. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ich überleg grad, dass die ersten Szenen sind ja so Motorrad-Szenen. Da geht er so aufs Motorrad zu. Und dann so Slow-Mo-Szenen. Dann fährt er auf einem roten Motorrad. Ja. Das kommt da krass. Das war die Harmonie. Ja. Und dieses Aha, wahrscheinlich. Also. Ah, ja. Im Intro sollte man Mark ja noch nicht sehen, dass man erstmal denkt, okay, wer singt das? Mhm. Ja. Später sieht man erst, er singt das. Aber dann ist ja vielleicht eh geiler, wenn es nur dieses ist und noch kein. Das ist gut. Ich hätte fast gedacht, wie hat sich Mark Forster da hinten hin teleportiert? Danke fürs Clarifying. Ein Wort, wenn man niemand dazu sieht. Aber ist doch geil, dann mache ich dieses und vielleicht wirklich dieses Das ist ja quasi die Hook. Ja. Das hat sich so gut angehört auch, ne? Dann würde ich jetzt diese A-As. Da mach ich die mal. Stimmt. Woher kommt die weibliche Stimme? Ich sage, sie haben einfach Marks Stimme bearbeitet. Ich weiß, anderes Thema, aber... Okay. Hätte ja sein können. Funda kennen wir. Funda hat auch schon bei mehreren Projekten mitgewirkt. Können wir ganz kurz über meine Nägel sprechen? Wunderschön. Ehrlich schön. Maschallah. Edle Pinkas. Boah, das kommt schon geil. Das kommt schon richtig gut, krass. Du brauchst eine ganze Mannschaft für das, was Santa alleine als Mannschaft. Guck mal, wie süß Mark Forster aussieht, Junge. Man will den doch einfach knuddeln. Jeder weiß, dass ich diesen unnormalen, ja scheiße, ich bin so heftig, wenn ich es sei, werden alle so hektisch, Tracks nicht richtig, tja, diesen Track sind ihn alle am Esstisch. Santa Claus kommt nur einmal, ja. Alles weg. Ja. Ich glaube sogar die Tiefe braucht man gar nicht. Ja. Ich meine, kann ich ganz leicht, würde ich sagen, ganz, ganz leicht reinleeren, einfach nur, dass es noch ein bisschen voller wird. Dass ein bisschen mehr Bauch sozusagen da. Genau. Vince wurde danach nie wieder gesehen, ja? Ja, so muss er gar nicht lang sein. Voll, also man kann da ja auch. Ich wünsche mir zu Weihnachten, so redet er. Hast du das aber zu dem Rest? Ich weiß nicht, ob es epic ist. Yes. Irgendwie so. Das ist so Dark Forster dann. Dark Forster! Geht in einen anderen Modus. Wie ich jetzt bei euch gelernt habe, jetzt müsste innerhalb von dem Song Dark Forster schon vorbereiten, dass er dir im nächsten Jahr Weihnachten ja, genau. Ja. Weißt du? Genau so läuft das ja. Aber soll der Beat weggehen oder? Ja, ich weiß nicht, das kann man ja. Mach immer schon geil. War schon ganz, ganz, ganz schlecht, ja. Und wenn man damit aufhört, danach kommen keine Hupen mehr. Das ist eigentlich auch krass. Ich find's irgendwie richtig krass zu sehen, wie auch Vince so on point arbeitet und Marc, ja, wie die gut, einfach ne? So ja. Das machen. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich kaputt in den Wohnzieger sein.
Boah, das wäre geil, ja. Eigentlich lädt es dazu ein, aber ich weiß nicht, ob es jetzt hier bei euch reinpasst. Oder so, ach, man kann ja auch thematisch eigentlich sowas machen, wie, dass der Mond irgendwie heller erscheint, weil da meine Mond ja dann bald kommt nächstes Jahr. Du spürst das schon, das ist auch krass. Ich glaube, das Lustige kommt jetzt konstanter, ja. Digga, das habe ich alles nicht mehr gesagt, Digga, weil das weiß ich nicht. Da kann ich mir keine... Digga, ey, ich habe jetzt erst gesehen, dass Curly so ein Elo-Trans-Shirt anhat. Ach, Mann. Ich kann mir keine Eventualitäten erlauben. Und du rufst dann am Ende noch Spielstopp und streichst deinen Hund. Ja. Das wäre auch schön. Ja, dann riechst Kuchen. Das wäre gut gewesen. Ach, Mann. Spielstopp, streichst und am Salat dabei. Ja, genau. Spielstopp. Ja, auch Mann. Wie winnst so nebenbei diesen... Ja, ich bin auch gerade überlegen, was soll man denn noch machen? Das ist geil, das klingt schon geil. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr so los. Warum machst du den? Boah, das passt doch so geil da rein. Ich bin der Boss. Oh mein Gott. Ich bin Santa der Boss. Warum machst du den Korb? Digga, geil, wie easy das hier gemacht wird. Das ist so krass. Und Wärme und Liebe in jeder Familie. Ich will gar nichts haben, außer Geduld und die Kraft, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr so lost. Ich zeig dir das Feature kurz, hier ist ein Bild von ihm. Okay, Ich beschreibe das Bild. Auf dem Bild sieht man deine Vocal Booth und da ist jemand drin, aber man sieht ja das Gesicht und den Kopf nicht. Ich wünsche mir Frieden und Wärme und Liebe in jeder Familie. Will gar nichts haben, außer Geduld und die Kraft, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr so lost. Ich bin Santa der Boss, warum machst du dir einen Kopf? Ist ja. Geil, ja. Das ist nice. Ja, geil, komm, jetzt saufen. Frohe Weihnachten, ne? Lecker. Das immer dieser, man trinkt und jeder guckt da immer so auf. Ah, naja. Aber niemand versteht was. Eindeutig Französisch. Oui, oui. Das heißt, er ist entweder aus Frankreich oder aus Belgien. Stimmt, ich würde das. Oder Schweiz. Oh, ey, ich finde dieses Product Placement für die Kendamas immer gut. Smart gemacht. Jetzt klasse. Krass, Macher. Oh. Wie du auch so von ganz unten so. Ja. Jetzt fängt er mit den Tricks schon an. Was ist das denn? Ja, dieses ist ein Spielzeug. Deswegen fühlt sich das auch so leicht an. Geil. Gerade eben noch geschrieben, 30 Minuten lang geschrieben, 20 Minuten lang aufgenommen, dann 30 Minuten lang organisiert und jetzt sind wir hier und haben die Location und zwei weitere. Wir ballern durch, Freunde. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass wir heute nochmal was drehen werden, aber die einzige Motivation ist, dass wir danach weiter Champagner trinken. Sorgt euch ein Foto. Das ist immer die richtige Motivation. Sorgt euch ein Foto. Oh, Mui. Ja. Ja, läuft. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Einfach Marc, ich kann es immer noch nicht glauben, wir haben einfach Marc Forster bei Julian Bam im Video, Junge. Banger, ja, eine Sache muss ich noch sagen, es gibt wirklich nichts Schöneres, als mit Julian Bam verkleidet als Weihnachtsmann einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Das ist der schönste Moment das glaub ich in meinem mir. Leben. Ich würde dich gerne küssen. Ja. Nee. Verständlich. Also nicht wirklich küssen, aber so. Doch, lass uns küssen. Kamera. Läuft. 3, 2, 1, go! Für mich auch. Über Aachen. Guck mal hier, film mal die Glühweintrinker da unten. Wir pissen da gleich runter. Hallo, es ist spät. Mann. Wenn die wüssten, dass auf dem Dach über ihnen gerade Julian Bam und Marc Forster ein Video drehen. What the fuck? Mann, geh mal auf die Uhr geguckt. Ein paar Sniper versteckt hier. Da und da. Ready? Und den richtigen Marc Forster, nicht diese Fake-Version. Aber sein Herz wurde gebrochen. Gib ihm doch noch eine Chance. Nein, den richtigen Marc Forster, nicht diese Fake-Version. Was ist das? Nein.
Das ist so komisch, wenn nicht die richtige Santa-Stimme drauf ist, Junge. Was sagst du, Scheiße? Wollt ihr mich verarschen? Du siehst mir doch so teuer und hier kommt mir mit so einer Fake-Version an. Hallo! Danke, da ist auch immer genug. Mark bräuchten wir jetzt. Kamera läuft und noch einmal antippen komplett. Und bitte. Warum machst du dir den Kopf? Es ist so gut! Es ist so gut! Perfekt! Sehr gut, cool! Ready und bitte! Scheiße, das war ich! Santa Claus kommt nur einmal im Jahr! Digga, Mark ist so eine Maschine! Das ist ein Nein, wo ich einfach nur lache. Geil. Geil. Ich wünsche mir Frieden, Wärme und Liebe in jeder Familie. Ich wünsche dich, wär nicht mehr so lost. Ich bin Santa, der Boss. Warum machst du dir einen Kopf? Schön. Geil. Stark. Santa Claus kommt nur einmal im Jahr. Ich werde mein Leben lang einen Ohrwurm haben von diesem, von diesem Chorus, Junge. Liebe Freunde, dritte Location auch einfach abgedreht. Wir haben heute einfach durchgeballert. Mark kam an, Mark hat einfach durchgezogen. Wir sind fertig, wir haben morgen frei. Das war der schnellste Musikvideoproduktion ever. Geschrieben, aufgenommen und gedreht. Und jetzt gleich schneiden wir das und laden einfach hoch. Krass. Jetzt Champagne. Ich hab meine Nordmantanne in meinem Kopf. Kommt da was am Ende? Wenn nicht, bin ich enttäuscht und like das Video nicht. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. Okay, kein Like bekommen am Ende. Ey, ganz ehrlich, ich bin so, so happy, dass Mark dabei war, Junge. Es ist so geil geworden. Mark Forster wirkt auch hier so sympathisch. Einfach, dass er mitmacht, auch der Humor, der Vibe. Und es ist einfach cool, dass er da mitgemacht hat, finde ich. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal, bin richtiger Mark Forster geworden. Ich bin richtiger Förster geworden. Ich freue mich einfach. Es war richtig interessant zu sehen, wie schnell und professionell sie das abgedreht haben. Ich war ja auch bei einem Dreh von Jushin dabei. Und, Das war natürlich ganz anders. Wir hatten mehr Locations, da waren noch mehr YouTuber mit dran beteiligt irgendwie. Und es war schwierig, wir haben auch mit Kindern gedreht und so deswegen und mit Pferden. Also das kann man schwer vergleichen so, ne? Hier war natürlich jetzt krass, weil man gemerkt hat, was für ein Vollprofi Mark einfach ist. Super interessant gewesen. Ich bin sehr gespannt auf die Outtakes. Ich sag's, wie es ist. Die werden wir uns auch noch ansehen und das Making-of von Carina auch noch. Also zwei Ju-Videos in den kommenden Tagen noch. Seven Wars Wild holen wir auch noch auf. Keine Sorge, Freunde. Wir haben viel vor. Ich freue mich. Habt ansonsten einen wunderbaren Tag. Vergesst heute nicht zu lächeln. Wir sehen uns. Bis dahin. Hoffe ich, dass ihr so fresh bleibt, wie ihr seid. Und ciao.